Das ist hier typisch der Nonsens der Woche. Bürgergarten. Nonsens der Woche. Oh. Bürgergarten, Ausleihen, Tretboote ausleihen, die sind gleichgestellt mit Kreuzfahrtbanken. Das musst du dir mal vorstellen. Also Bert Linke, der Arme, hat sich ja hoch engagiert und hat dann ja auch die Ruderboote wieder freigegeben. Da sind immer zwei Mann in einem Ruderboot gewesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann hat der Nachbar angerufen, ihn angeschissen. Hat gesagt, Bert Linke, der verleiht die Ruderboote an der frischen Luft. Die haben ja nicht mal Masken auf. Und was haben sie jetzt gemacht? Jetzt haben sie ihn gleichgestellt mit der AIDA. Mit dem Kreuzfahrtschiff. Ganz toll. Ne? Also, so Spaß. Also, irgendwann wird es auch mal albern, sag ich mal. Und Nonsens dabei. Können wir nur lachen über so ein Kopfschütteln. Kannst du nur Kopfschütteln. Ein Kumpel wollte über Herrentag mit dem Boot mit der Familie losfahren. Die dürfen nicht mal anhalten. Zu viert auf dem eigenen Boot und dürfen nicht mal ankern irgendwo. Ah, da fragst du dich doch wirklich. Das hat er gemacht. Er ist dann nachts gefahren und tagsüber war dann so ein bisschen sie auch umgetrieben. Danach muss er dann Tag mit schlafen und arbeiten. Nein, das war totlachen. Kannst dich wirklich totlachen. Ich sage nur großes Dankeschön an die große Politik in Schwerin. Große Politik in Schwerin. Also wirklich ganz große Politik. Wir sind hoch verärgert. Also, morgen ist der Woche. Ciao. Ciao.